Ciao. Ich bin Julia. Julia K. Gut, dass Sie da sind. Mich hat seit Ewigkeiten niemand mehr besucht. Es ist schon Jahre her. Ich muss Ihnen meine Geschichte erzählen, aber wo soll ich nur beginnen? Es ist so viel passiert. Ich sollte bei meiner Kindheit beginnen, aber ich erinnere mich nur sehr vage. Ich erinnere mich nur an den Sommer 1929, als sie mich zu meinem Kindermädchen schickten. Neues Kapitel, die Legende, Sommer 1929. Die Geschichte von der weißen Frau? Nein, kleiner Spatz, heute Abend nicht. Ein Nebel kommt auf. Siehst du? Ja, ich weiß. Und wenn es neblig ist, tötet die Frau junge Mädchen. Aber warum ist sie so böse? Weißt du, Julia, Schmerz und Leid können uns dazu verleiten, böse Dinge zu tun. Auch wenn wir eigentlich gute Menschen sind. Genau wie Soldaten, die andere Soldaten töten müssen. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Sie macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Bald bin ich auch eine junge Frau. Dann könnte sie mich auch töten. Tötet sie auch die, die sie mögen? Natürlich nicht. Das beruhigt mich, weil ich sie mag. Aber was ist mit Martha? Wäre sie in Gefahr? Deine Schwester ist bei deiner Mutter. Also mach dir keine Sorgen. Fehlen sie dir? Nein. Ja, Martha fehlt mir ein bisschen. Aber ich verbringe gerne Zeit mit dir. Geh jetzt schlafen, kleiner Spatz. Es wird langsam spät. Ja, Nanni. Ich gehe schlafen und träume von der weißen Frau. War sie hübsch? Oh, sie war sehr hübsch, ja. Bildhübsch. Dann wird sie auch hübsch in meinen Träumen sein. Und werde ich auch so hübsch wie sie? Du wirst noch viel hübscher sein. Nanni, da die weiße Frau mir ja nichts tut, weil ich sie mag... Und weil du keine junge Frau bist, kannst du mir ihre Geschichte erzählen, auch wenn es neblig ist. Bitte, oh bitte, 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 bitte. Danach schlafe ich ein, versprochen. Oh, na gut. Du setzt immer deinen Willen durch, du Schlitzohr. Ich habe Nanni geliebt und diese Geschichte. Sie klang mit jedem Mal faszinierender und immer wie neu. Ich habe Nanni jede Nacht darum gebeten, sie mir zu erzählen, obwohl sie mir Angst gemacht hat. Selbst heute kann ich mich noch an jeden einzelnen Tag aus dieser Zeit erinnern und daran, wie glücklich ich war. Ja, Leute. Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann den sie liebte, getötet wurde. Ich wollte gerade eine Begrüßung machen, aber es ging einfach los. Sie freute sich. Wir hören uns erstmal die Geschichte an. Mit ihrer großen Liebe am See und blickte auf den alten Baum, der auf der Seeinsel wuchs. All die Hoffnung und Sehnsucht. Doch es war der Tod, der sie erwartete. Nicht ihre große Liebe. Bitte, weiter zuhören, D. Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Und so wurde er auf der kleinen Insel mitten in dem See erhängt, wo er die Frau getötet hatte. Das ist eine schöne Gute-Nacht-Geschichte für das kleine Mädchen. Doch, finde ich gut. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Der weißen Frau in den Tiefen dieses Sees gefangen.
Sie trauert bis in die Ewigkeit um den Verlust des Mannes, den sie so liebte. Okay. Die weiße Frau ist dafür bekannt, bei Nebel den See zu verlassen und durch die Wälder zu streifen, auf der Suche nach ihrer längst verlorenen Liebe. Im Nebel der Morgendämmerung behauptete schon so mancher Jäger, in der Ferne das Wehklagen einer Frau vernommen zu haben. Jetzt muss ich aber mal was sagen. Achso, ich muss gedrückt halten. Die weiße Frau ist dafür bekannt, bei Nebel den See zu verlassen und durch die Wälder zu streifen. Soll ich aufhören zu lesen, mein kleiner Spatz? Nein, Nanni. Papa sagt mir immer, dass man sich der Angst stellen muss. Lies weiter. Das ist richtig. Na gut, Schatz. Okay, ich glaube, ich halte lieber meinen Mund. Das mag wohl Nanni nicht so gerne, wenn ich auch was dazu sage. Jedes Mal, wenn die traurige Erinnerung an die Nacht, in der sie ihr Leben verlor, in ihrer Seele hochkommt, nimmt sie einer jungen Frau das Leben. Das ist ja schön. Indem sie einer solchen Jugend das Leben raubt, fühlt sich die weiße Frau, wenn auch nur für einen Augenblick, frei von der Schwere ihres Schmerzes. Toll. Das war eine schöne Geschichte. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Gute Nacht, Nanni. Gute Nacht. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht. Ja, Leute. Herzlich willkommen zu Martha's Dead. Endlich ist es soweit, wir spielen es. Ich habe schon seit Release gekauft und will es die ganze Zeit spielen. Und jetzt bin ich endlich dazu gekommen, das Ganze auch mal zu machen. Ich habe fast 3 Jahre bei Nanni verbracht. Und als ich zurück nach Hause kam, habe ich schnell verlernt, glücklich zu sein. Meine Erinnerungen kehrten erst 15 Jahre später zurück, 1944. Während ich dort lebte, beschäftigte ich mich damit, im Wald am See Kameras aufzustellen. Mein Vater hatte ein Gerät gebaut, das man an die Kameras anschließen konnte. Damit konnte man in festgelegten Intervallen Fotos machen. Praktisch. Ich habe versucht, Tiere zu fotografieren und was es sonst noch so an diesem verdammten Ort gab. Okay. Was gab's denn da sonst noch so außer Tiere? Neues Kapitel, der See, 16. Juli 1944, 6 Uhr morgens. Mein Gott, das ist ja noch so früh. Okay, hier ist die Kamera zum Interagieren. Da oben ist ein wildes Haus auf jeden Fall, da oben auf dem Berg und hier schon am See. Da unten ist der Steg. Ich mache einfach mal, was das Spiel von mir verlangt, ne? Darf ich wieder loslassen, die Maus? Ich glaube, ja. Okay, jetzt können wir drehen. Film abrollen. Ja, nach unten. Kamera öffnen. Kamera öffnen. Alte Filmrolle rausnehmen. Alte Filmrolle rausnehmen. Check. Neue Filmrolle rein, oder? Neue Filmrolle rein. Jetzt mal nach oben ziehen. Neuen Film reinlegen. Ja. Das hast du dir gut gemerkt, hat dein Vater dir ausführlich erklärt, wenn du nichts falsch machen kannst. Und jetzt beide nach Kamera oben. Kamera zumachen. Film laden. Ja, alles klar. Das müssen wir uns wahrscheinlich merken für später. So auffällig, wie das hier Timer erklärt wird. Aktivieren. Oh, okay. Gleich geschafft. Jetzt nur noch das Motiv fokussieren. Was ist denn unser Motiv? Da schwimmt etwas auf dem Wasser. Vielleicht kann ich es durch die Kamera besser sehen. Vielleicht darf ich verwenden, das Objektiv zu bewegen. Ah. Da schwimmt was. Oh nein, die weiße Frau. Unserem See? Ich muss ihm helfen. Aber sofort. Ja, sofort los. Renn. Mädchen, renn. Oh Gott, fall nicht. Mein Gott, ist die schnell. Da unten steht ja noch eine Kamera. Okay. Ich war entsetzt über die Vorstellung.
hat in meinem See ertrunken. In meinem See? Der See war meine Welt. Ja. Ich brachte dort den ganzen Tag mit Träumereien. Das ist ein Leben, du. Ich habe mich oft in Gedanken verloren, aber das war ein richtig böses Erwachen. Schlimm. Ja, weg mit meinem Kleid. Weh. Und rein ins Wasser. Wer oder was schwimmt hier? Weh zum Schwimmen. Wenn ich schneller schwimme, mein Gott, schwimmt langsam. Ich habe sofort gesehen, dass die Person eines meiner Kleider anhatte. Ich hatte Angst. Ich versuchte dann, diesen leblosen Körper so gut ich konnte ans Ufer zu zerren, ohne selbst zu ertrinken. Erst als ich ihn in meine Arme genommen hatte, wurde mir klar, um wen es sich handelte. Oh je. Es war meine Schwester. Oh je. Mein Zwilling. Ein Teil von mir. Tot. Das ist natürlich... Ja, unbegreiflich. Ich war so verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich tun oder denken sollte. Ja, Leute. Und bevor ich hier ruhig bleibe und weitermache, begrüße ich euch jetzt nochmal herzlich zu dem Let's Play zu Martha is not dead. Martha is dead. Und ich spreche nochmal eine kleine Warnung aus für alle Zuschauer. Es wird eklig, es wird verstörend und für alle leichten Gemüter ist das Spiel nichts, deswegen sage ich es euch jetzt auch nochmal am Anfang des Spiels, wird auch gewarnt, wenn ihr mit sowas nicht gut klarkommt, guckt euch das Ganze lieber nicht an oder guckt mit der Warnung auf jeden Fall. Denkt immer daran, es ist nur ein Videospiel, aber es ist trotzdem ein sehr bitteres Videospiel. Ein Horrorspiel, was aber eher Psycho-Horror ist, also genau mein Geschmack. Martha und damit geht's los. Tot. Martha is not dead. Martha is dead heißt das Spiel. Das kann nicht sein. Gehe ich davon aus, dass sie es auch ist. Die Arme. Das ist nicht aber warum? Das ist alles. Alles wird gut, Martha. 26. Februar 1923. Das heißt, wir sind 17 Jahre alt, oder? Ne, wir haben 44. Das heißt, wir sind... Ist alles okay? 21 Jahre alt. 21. Habe ich mich jetzt verrechnet? Keine Ahnung, ist auch egal. Wir sind auf jeden Fall Anfang 20. Was machst du da? Los, Erich, lauf! Erich! Los, Erich. Meine Eltern... Okay, Leute, da ist mir gerade das Spiel abgeschmiert. Ich hoffe, das wird nicht nochmal passieren. Das ist natürlich bitter. Ich habe das aber schon mal damals beim Release ein Stück angespielt. Also so ungefähr eine halbe Stunde. Und da ist das eigentlich nicht passiert. Keine Panik. Deswegen mal gucken, ob das eine einmalige Situation war oder ob der Spaß mir jetzt nochmal abstürzt. Wenn es hart auf hart kommt, müsste ich auf die Konsole wechseln. Ich will aber lieber am PC spielen. Aber zur Not kann man es auch auf der PS5 spielen. Ich denke, da wird es auch ganz gut aussehen. Wir haben uns das Bändchen gegrabt von Martha. Und dann kam Erich und unsere Mutter, also unsere Eltern. Hoffen wir mal, diesmal funktioniert das Ganze. Das ist ja schon der erste Horror. Bist du verletzt? Alles bestens. Was machst du da? Los, Erich, lauf! Los, Erich, lauf! Meine Eltern rannten auf mich zu und meine Mutter umarmte mich. Sie, die mich hasste, war zärtlich zu mir. Ihre Wärme erfüllte mich mit Kraft und der Schmerz wurde erträglicher. Ich fühlte mich geborgen